So, Video-Anmoderation Nummer 3333. Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Das ist ein neues Video auf dem Kanal Baseline Fotografie und wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund schon sehen könnt, wir befinden uns, und damit meine ich wirklich wir, auf eines der umstrittensten Lost Places in Deutschland. Die ein oder anderen Kenner erkennt schon, es ist diese Villa mit Dialyseklinik-Anbau und ich hoffe, das Video wird genauso spannend wie die anderen Videos auf meinem Kanal auch. Das heißt, dranbleiben und viel Spaß beim Video gucken. So, nach der gefühlten 20. Anmoderation ohne Kaffee habe ich es dann endlich mal geschafft. Und wir befinden uns jetzt hier anscheinend im hinteren Teil des Gebäudekomplexes. Und hier steht zum Glück auch noch eine Tür offen. Und was ich schon von draußen gesehen habe, ist dieser wunderschöne Pool hier. Leute, guckt euch das an. Lasst es euch an der Zunge ergehen. So ein Pool ist für mich tatsächlich so ein bisschen ein Indiz für Reichtum. Damit assoziiere ich natürlich ein bisschen, dass da Geld vorhanden ist bei dem Herrn, der hier drinne gewohnt hat. Diesen Doktor, der hier drinne seine Patienten behandelt haben soll. Man hat ja schon ein bisschen was erfahren über dieses Lost Place. Ja, scheint auf jeden Fall sehr gut gelebt zu haben. Und was ich persönlich richtig geil finde, was wirklich Seltenheitswert hat, ist das hier unten. Schaut euch das hier mal an. Das ist sogenannter Dansand oder auch Ostseesand genannt. Wir sagen dazu Dansand, wir Handwerker, weil wir das natürlich immer zum Pflastern und Verfugen von Steinen benutzen. Das ist richtig geiler, schöner Pflastersand. Und er ist auch schön weich. Finde ich nicht schlecht. Und was mich hier auch so ein bisschen noch beeindruckt, ist dieser Hintergrund hier. Und zwar das hier an der Wand. Ich weiß nicht, ob man das richtig gut sehen kann auf der Kamera. Ich hoffe es, weil das scheint hier Rinde zu sein. Baumrinde, vielleicht sogar echte Rinde, ich weiß es nicht. Das lässt sich jetzt hier schlecht fühlen. Aber wenn ich wirklich als Laie sagen müsste, was das ist, dann scheint das hier richtig schöne Pappelrinde zu sein. Finde ich schon gut. Ist nicht schlecht. Oben nochmal zwei Ventilatoren. Ja, und natürlich der Swimming Pool selber scheint mit Polygonalplatten ausgelegt zu sein. Polygonalplatten für Nichtwissende unter euch. Das sind Natursteinplatten. Das ist so ein bisschen im mediterranen Stil hier gehalten. Ja, der eine oder andere Feldstein liegt hier auch zwischen, aber ich glaube, damit sind eher die Scheiben eingeschlagen worden, als, ja, als dass es als Deko dienen. Finde ich cool, muss ich sagen. Ich mag das. Gut, was das hier für einen Zweck hat, man mag es nur erahnen. Ich denke mal, das war so eine Art Sprungbrett oder Sitzgelegenheit, wie auch immer. Dann gehen wir mal weiter durchs Haus. Auf meiner linken Seite verläuft vielleicht nicht ganz gut erkennbar eine Treppe nach oben. Ebenso das gleiche auch geradeaus. Aber wir bleiben jetzt erstmal in der ersten Etage und schauen mal und guckt euch das hier an. Oh Gott. Ja. Leider Gottes auch hier nicht zu vermeiden. Eine ganze Menge Schmierereien. Ich persönlich bin ein ganz großer Gegner davon. Ich finde da absolut gar keinen Gefallen dran. Vielleicht erkennt man das hier so ein bisschen. Die Sonne scheint da leider gegen an. Da ist nicht zu erkennen, aber auf dieser Seite das absolut Billigste vom Billigsten. Das ist für mich
Es hat für mich nicht mal irgendwie den Nennwert eines Graffitis, sondern es ist einfach nur billig dahingeschmiert. Da müssen wir jetzt nichts weiter zu sagen, denke ich mal. Tür, neues Glück. Und mal schauen, was hier hinter ist. Und siehe da, es kommt eine Küche zum Vorschein. Auch diese Küche ist keine orthonormale Küche, wie man sie kennt. Es ist schon ein ziemlich großer Raum, ein ziemlich großes Kochfeld. Oder wie nennt man das? Kochbasis hier. Wahnsinn. Und alles auch nicht normal gehalten, sondern schön weiß. Auch so eine Küche ist neben dem Pool meiner Meinung nach ein richtiges Indiz von Reichtum. Also wer so eine Küche hat, hat definitiv Geld. Und auch hier so ein typischer Küchenfahrstuhl. Und Leute, guckt euch das hier mal an. Maximale Tragfähigkeit 50 Kilogramm. Ich frage mich, wer hier so viel kocht, dass das Essen 50 Kilogramm wiegen könnte. Betreten verboten. Ja, das erklärt sich anscheinend schon von alleine. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das hier an. Hier noch so ein schöner alter Herd von Miele. Das könnte so eine Art Tellerwarmhalteplatte sein. So ein Herd, der dafür sorgt, dass die Teller so einigermaßen Temperatur behalten. Und wisst ihr, was ich richtig geil finde? Was ich richtig, richtig nice finde? Ich meine, das Küchenaccessoire, was hier rumliegt, das ist ja schon nicht verkehrt, aber das hier. Des norddeutschen Lieblingsküchenutensil ist immer noch der Zapfhahn in der Küche. Also der Doktor, der hier gewohnt hat und der hier praktiziert hat, das war definitiv der glücklichste Doktor. So Leute, das möchte ich euch hier alle Fälle nicht vorenthalten. Guckt euch das hier mal an. Ich gehe jetzt mal bis zur Haustür ran und dann mache ich jetzt meinen Schwenker rum. Einen Augenblick. Schaut euch das hier an. Dort unten seht ihr echt einen wunderschönen Kamin, muss ich sagen. Und darüber ein richtig schöner goldener Kronleuchter. Dort oben seht ihr übrigens die anderen zwei, die mit mir unterwegs sind. Extreme Places Germany, könnt ihr auch mal auf Instagram gucken. Und aber guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an, lasst es mal auf euch wirken. Dieser wunderschöne Eingangsbereich hier mit diesem Kamin. Links und rechts seht ihr die beiden Treppenaufgängen. Wie in so einem Märchenschloss ist das hier eigentlich schon fast. Auch wenn das jetzt gerade nicht so die Wirkung davon hat, wenn es hier ein bisschen dunkel ist. Aber trotzdem, das hat schon richtig geil. Und dann mit diesem Boden hier. Und diesen Kronleuchten dazu. Einfach diesen absolut vergoldeten Kronleuchter. Ich halte mal meine Hand ein bisschen näher ran. Einen Augenblick. Krass. Das ist schon nicht verkehrt. Das muss man schon sagen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal die Treppe auf der rechten Seite nach oben. Leute, ich finde, das hat so ein bisschen was. Wie so eine Promi-Gala. Wie so ein... Ja, so eine erste Filmvorstellung. Die Promis laufen so den roten Teppich ab nach oben, ab ins Theater, ab ins Kino rein, was auch immer man so hat. Und dann kommt man hier auf so einen schön verzierten Podest und wuschwuppdiwupp steht man hier am Eingangsbereich und unter einen sitzen die ganzen Gäste zur Promi-Gala. Und dann ist das wie so eine Filmvorstellung hier. Guckt euch das an. Das hat doch was. Also man kann mir sagen, was man will, aber das hat doch was. Hier nochmal schön mit den roten Seil umzu. Das hat so, das strahlt so ein bisschen was Edles aus, sowas Elitäres. So, ein Raum weiter.
Hier scheint auf jeden Fall eine schöne Terrasse zu sein. Ich hoffe mal, die Tür geht jetzt auf. Einen Augenblick. Wollen wir mal schauen. Voila. Und da sehen wir auf jeden Fall den Eingangsbereich, wo wir vorhin gestartet sind. Von der Seite aus sind wir gekommen. Und dieses Reetdachhaus, das hat so ein bisschen was Ostfriesisches, Emsländisches für mich. Aber Reetdach, da gehört auch eine ganze Menge Pflege zu. Und wenn man sich da ein paar Jahre lang nicht drum kümmert, dann sieht das ungefähr nämlich so aus. Und das ist auf jeden Fall ein sicheres Ergebnis für Schimmel, Wasser. Das heißt, dieses Objekt wird auf jeden Fall, wenn sich da nicht in den nächsten paar Jahren drum gekümmert wird, wird es auf jeden Fall reinregnet. Und dann sieht das hier ganz anders aus. So, wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter gucken. Wow. Schauen wir hier in ein schönes Badezimmer rein. Oh, Leute, guckt euch das hier mal an. Diese Kacheln, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt geht's die Treppe nach oben. Und hier eine ganze Etage voller Schränke. Dass diese ganze Etage hier, guckt euch das an, scheint ein begehbarer Kleidungsschrank zu sein. Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter. Wahnsinn. Hier auf meiner Seite zur Treppe hin alles voller Fächer. Ich hoffe, man sieht das richtig. Das ist. Also hier sind bestimmt, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Fächer auf dieser, auf der linken Treppenseite. Und hier nochmal das gleiche, 70 auf der rechten Treppenseite, das sind für mich 140. Wer braucht 140 Fächer? Nicht schlecht. Hier haben wir nochmal weitere Schränke. Dort drinnen liegt eine alte Uhr. Es ist echt nicht verkehrt hier, was hier los ist. Also Leute, für jede Frau ist das hier wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. Hier noch mehr Fächer und noch mal größere Kleidungsschränke, die... Ach du Heilige, für Jacken, Pullover, Hemden, Anzüge. Was haben wir hier? Das wird immer kurioser hier. Ja, ist ein absolut leerer Raum. Aber wenn hier auch noch Klamotten drin gehangen haben, dann pro Smart sein. So, jetzt gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Schnellen Schrittes hier unterwegs, weil hier muss man immer Gefahr laufen, dass man noch weiteren Urbexern oder Lost Place Interessenten begegnet. Und das muss dann ja auch nicht sein. So, hier haben wir, was haben wir hier? Natürlich weitere Räumlichkeiten. Oh, guckt euch das mal an. Dieser schöne Schrank hier. Meh. Guckt euch das an. Ich hoffe, man sieht es. Ich hoffe, man sieht es gut. Und auch der scheint wohl aufzugehen. Was ist da drin? Waschbecken. Okay. Auch nicht schlecht. Machen wir mal wieder zu. Auf jeden Fall schön verziert, der Schrank. Ja, hier. Auch wiederum ein schön verziertes Badezimmer. Es ist also der Architekt oder der das hier bewohnt hat, der hat auf jeden Fall Stil. Also der hat auf jeden Fall ein Faible für Architektur und Kunst gehabt. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ich schon einen älteren Mediziner oder Krankenschwester in meiner Liste habe, die sich das hier gerade angucken, was zum Teufel ist das hier? Das muss ja irgendwas sein für den Doktor, was weiß ich, das ist Zimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dieser rote Alarm bedeutet für mich einfach nur, ja, Notfall. Aber falls ich jemanden in meiner Liste habe, der sich das gerade anguckt oder auch nicht, bitte schreibt es mal in die Kommentare, was das da zu bedeuten hat. Ich bin jetzt ein Stück weiter gelaufen.
Das Haus hier ist unheimlich verwinkelt. Hier gibt es unheimlich viele Ecken und Kanten. Aber ich komme jetzt, glaube ich, in so einen Raum, wo früher die Patienten gelegen haben. Und guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an. Schöne Wandmalerei. Und das ganze, dieser ganze Patientenraum schön mit Dachfenstern versehen. Und da hinten gibt es noch ein Abteil, das zeige ich euch gleich. Da sind noch mehr Patientenräume. Aber schaut euch das jetzt hier erstmal an. Hier haben wir Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wahrscheinlich 9 Patientenbetten. Ist das nicht geil hier? Das scheint wohl wirklich hier für Privatpatienten zu sein, dieses Hospital, für Leute mit sehr viel Geld, Leute, die sehr schwer krank waren, wahrscheinlich Dialyse. Und hier hinter, ja, das typische Badezimmer, dahinter eine Küche und hier wahrscheinlich noch mehr Patientenräume, so wie das aussieht. Gehen wir hier jetzt mal ein Stück weiter. Auch hier, obwohl da scheint kein Patientenraum zu sein, das muss wohl irgendwie was für die Schwester oder Krankenschwestern gewesen sein. So, dann kommen wir hier in den weiteren Raum. Hier sind ebenfalls einige Patientenräume gewesen. Leute, was mich absolut stört, wirklich, diese Location ist wunderschön, ist richtig geil gemacht, kann man echt nichts zu sagen, aber das da und das da, das ist wirklich scheiße. Also, das muss echt nicht sein. Das verunstaltet und verschandelt die LPs hier wirklich so extrem krass. Das geht mir richtig auf den Sack. Also, diese Zerstörungswut, die hier teilweise am Tag gelegt wird, das geht einfach gar nicht. Überhaupt nicht. So, hier sieht man wahrscheinlich dieses ganze Dialysesystem von hinten. Der Kollege leuchtet mal eben. Guck mal hier, ne? Ja. Das kann sein, weil Dialyse bedeutet ja, es ist ja so eine Art Blutwaschen, Blutaustausch. Alter, das sind aber ganz schöne Rohrsysteme, ey. Das ist nicht ohne. Da ist ganz schön was durchgeflossen. Das hat auch schon. Ich wollte gerade sagen, das hat auch so ein bisschen. Ich finde das so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, das ist ein bisschen ekelig, ne? Für Dialysepatienten selber ist das wahrscheinlich normal, aber. Na ja, gut, die sehen aber ja nicht diesen Hintergrund hier. Die sehen das nicht, nee, das ist richtig. Bah. Es hat schon so ein bisschen was Gruseliges, hier jetzt hinten längs zu laufen. Ich glaube, da vorne ist nochmal so ein Raum, ne? Ja, aber da möchte ich nicht rein, der ist Spinnenbehang ohne Ende. Spinnenbehang ohne Ende, das lassen wir dann nochmal schön. Alter, stell dir mal vor, du hast hier als letzter Dialysepatient hier gehangen und weißt ganz genau, dass ungefähr 10, 15 Jahre später die ganzen Spinnen den ganzen Scheiß hier irgendwie aufsaugen. Das ist schon. Ja. Dann haben wir irgendwann Mutantenspinnen oder sowas. Okay. Ja, also als Dialysepatient, wer das noch nicht gesehen hat, so sieht das Ganze anscheinend von hinten aus. Hier ist auf jeden Fall das Blut durchgeflossen. Alter, guck mal den Umfang des Rohrs hier an. Ja. Wie viel mussten da durchgegangen sein? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich in der Zeit, wo das hier alles übertrieben war, denke ich mal, wenn das so einige Hunderttausend, finde ich, bis Millionen Liter. Nee, Millionen nicht, aber guck mal so. Tausende Liter, denke ich mal, bestimmt. Das sind x-Tausende. Das hat aber ganz schön Umfang. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom einen Menschen hier durchgelaufen ist und dann durchgewaschen wurde. Also das finde ich ein bisschen sehr arg.
Auch das Rohr, was hier unter ist, das ist, guck mal, das ist ja nicht klein. Das ist ja nicht klein. Nee. Durch diese hier kann ich mir das schon irgendwie denken. Die 1, 2, 3 hier, ja, aber die beiden mittleren, das muss was anderes gewesen sein. Das muss eine andere Leitung gewesen sein. Ja, vielleicht war das irgendwie Druckluft oder keine Ahnung. Ja, aber Druckluft. Aber wofür? Ja, das schreibe ich mir auch gerade, wofür. Also das ist schon übel. So, meine Damen und Herren, das war's auch schon von diesem EP. Wir gehen natürlich so raus, wie wir reingekommen sind. Kurzes und kleines Resümee zu diesem Lost Place. Es hat sich gelohnt. Es ist noch nicht ganz so zerstört, noch nicht ganz. Aber es wird wohl nicht sehr lange dauern und dann wird der Vandalismus hier vollkommen Einzug halten. Kleines Fazit nochmal. Diese Doktoren-Krankenhaus-Villa. Sehr interessant, ist wohl anscheinend wirklich eine Dialyseklinik. Es ist noch nicht so ganz schlüssig geworden, was da passiert ist. Wir denken wohl mal, dass der Besitzer pleite gegangen ist und dieses Lokal oder diese Lokalität hier nicht mehr halten konnte. Hier nochmal die zwei Lütschen von Extreme Places Germany. Besucht die auch nochmal auf Instagram. Dadurch, dass dieses Haus hier fast komplett mit Reetdach bedeckt ist, wird es wohl nicht mehr sehr lange dauern und es wird völlig verfallen sein, weil jeder Handwerker weiß, wenn man sich eine Zeit lang nicht mehr um Reetdach kümmert, gammelt es halt durch, Wasser dringt ein und es fängt an zu schimmeln. Und was dann letztendlich folgen wird, das wissen wir wahrscheinlich alle. Oder es kommen irgendwelche Idioten vielleicht, die es in Brand stecken, weil man ja weiß, ohne Dächer brennen Lichterloh. Das kann auch passieren. Es könnte natürlich auch der Fall sein, dass das hier mal abfackeln wird. Wir hoffen es nicht, deshalb halten wir diese Location auch geheim. Wer diese Location wiedererkennen sollte, bitte keine Ortsangaben oder Hinweise in die Kommentare. Ja? Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es wieder soweit ist, wenn es ein neues Video auf Baseline-Fotografie zu sehen gibt. Abonniert diesen Kanal. Hinterlasst einen Daumen nach oben, hinterlasst ein positives Kommentar und dann sehen wir uns alle das nächste Mal wieder. Also haut rein!